Hallo Leute, willkommen beim ATS und bei der neuen Folge von The Story. Ja Leute, ich habe hier in Steamboat Springs übernachtet und ja, bin jetzt auf dem Weg zum Kunden. Konnte mir gestern Abend noch eine Tour sichern, zum Glück. Wir haben jetzt kurz vor 6, also war nicht eine allzu lange Nacht für mich, aber okay. Ja, war soweit okay, oder ist soweit okay. Und zwar geht die Tour, wenn wir da mal ankommen jetzt beim Kunden und geladen haben und das alles so stimmt, wie man es mir gesagt hat, dann geht das also nach Durango. Also wir bleiben im Bundesstaat Colorado und sind 411 Meilen oder 661 Kilometer, ist Jacke wie Hose. Und ich werde wohl 20 Tonnen an Zucker drauf kriegen. Wird eine süße Angelegenheit. Und 2.472 Dollar brutto werde ich dafür kriegen. Also nicht schlecht. Auch die Tour ist ordentlich, denke ich mal, ne? Mit 411 Meilen. Also alles soweit. Taco bislang. Das Ganze hat sich dann gestern Abend so ergeben, ein paar Telefonate geführt und war eigentlich ganz erfolgreich zum Schluss noch. Ja, dann noch ein paar Stündchen geschlafen und wurde gestern noch abgeladen, etc. pp. Und und jetzt haben wir einen neuen Tag, neue Tour, ja, eventuell, sagen wir mal, ein neues Abenteuer. Man weiß es nicht. So, darf ich erstmal abbiegen hier? Ja, ist kirschgrün, auf alle Fälle. So. Und Leute. Noch was, wie immer in eigener Sache an dieser Stelle. Kennt ihr vielleicht schon. Und zwar würde ich ja natürlich über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und auch wenn ihr über hier in den Kommentare was reinschreibt, wäre auch sensationell. Also, wie gesagt, konstruktive Kritik wird immer gern gelesen, wird auch dementsprechend auch beantwortet, soweit ich es kann, natürlich, selbstverständlich. Also Lob, Kritik, alles was geht, reinschreiben. Und oder Anregungen natürlich auch gerne. Und in diesem Sinne sage ich dann nur, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr und auch keine Tutorials, wenn ihr dann hin und wieder mal rauskommen. Ist auch klar. Und davon von mir natürlich an euch wie immer und ehrlich gemeint einen dicken fetten Daumen nach oben und vielen Dank im Voraus für euren Support und viel Spaß bei dieser Folge. Wenn ich mal zusehen, dass ich jetzt hier. Ja, was ist denn jetzt? Dass ich jetzt hier, lässt mich, das ist ja sensationell, zum Kunden komme, natürlich, weil das wird ja nicht früher, sondern immer später, ne? Ja, ich weiß. In 200 meters, turn left. Turn left. You have arrived at your destination. Okie dokie. Dann, was ist denn da los? Oh, das ist aber auch ein ordentlicher Trailerzug hier, oder? So, dann werde ich mich mal hier kurz anmelden, Leute, und dann geht es natürlich dann gleich so. Hoffentlich schnell über die Bühne das Ganze, weil ich geladen werde und so weiter und so fort und dann ab dafür nach Durango. Okidoki. Okay Leute, haben wir einen Platz zugewiesen bekommen und jetzt zwar da hinten, hier mal. Das ist kein Problem. Kein Problem.
einfach geradeaus da hinten rein. Jetzt habe ich wirklich irgendwo hier anstoße. So. So, alles im grünen Bereich, wie man sehen kann da hinten, kann man so erkennen. So, und ja, sollen sie mich jetzt beladen? Und ja, kann die Post dann abgehen, nicht wahr? Okidoki. Mal alles ausmachen hier noch. Bremse rein. Aus und Attacke. Let's go. Okay, Papiere habe ich jetzt geholt. Alles supi, läuft. Abfahrtskontrolle habe ich schon gemacht, Leute. Ihr wisst ja. Time is money und von beiden habe ich nicht viel. Ja, ist halt so. Und ja, dementsprechend habe ich das schon vorgezogen alles, damit ich jetzt nicht wegkomme. Und ja, alles gut. Okidoki. So, anschnallen, sonst wird es teuer. Erledigt. So, dann mal sagen, ja, let's go, ne? Auf nach Durango. Wollen wir es mal angehen. So, Leute, dann gehen wir mal Gummi, ne? Natürlich alles im erlaubten Bereich. So, Lampenlicht können wir ausmachen hier. Blinker natürlich raus. Looky looky machen hier. So. Muss ein bisschen Platz haben hier, ne? Schwenkt hier aus ein bisschen. So, jetzt könnt ihr kommen. Ja, immer schön vorsichtig fahren, ne? Richtig. Schön langsam. Oh, ist ja die Polizei. In 200 meters, turn right. Okay. Dann turn nochmal right. In 200 Metern, beziehungsweise turn right. Jetzt. So, zweite Tour am Start hier im neuen Jahr. Sehr gut. Und ja, ist ja jetzt keine, sag ich mal, mega Tour, aber doch ordentlich, ne? Ich meine, diese 411 Meilen kann man machen, ne? Turn left. Ja. Oder yes. Kann man machen. Schön Zucker an Bord hier. Ja, jetzt bleibe ich noch mal stehen.
kleinen schönen Bundesstaat Colorado, wie gesagt, und jo. Das ist, glaube ich, schon so ziemlich unten, ja, ziemlich am Süden, ne? Südwestlich, ne? Glaube ich jetzt. Ich will jetzt keine Erbsen sehen, aber irgendwo da. So. Soll hier auf Tour kommen, ne? Sonst hier richtig hier hinsetzen. In den Sitz hier. So. Und auf geht's. Meilenschruppen hier. Treibt uns das Ganze ja wieder nach Mexiko. Schauen wir mal. Wäre ja nicht schlecht von Durango dann aus, wenn es möglich ist natürlich, wenn sich da eine Tour ergibt, selbstverständlich, dass wir da ja, nach Mexiko reinfahren. Ne? Wäre ja auch ganz nett. Ne? Freut sich natürlich dann das Konto, die Geldbörse. Muss sich natürlich lohnen. Ne? Auch von der Fracht her. Dann expandieren heißt das dann. Jetzt ist nicht von jetzt auf gleich, aber es kommt alles. Step by step. Wir bleiben dran. Schön hier in Colorado hier rumzudüsen. Aber alles, sowieso hier alles, egal wo man fährt, so weitläufig, ne? Aber mag ich ja, liebe ich ja. Wetter hier nicht so gut, zumindest. Ja, zur Zeit. Wollen wir jetzt nichts raufbeschwören an Regen oder sonst irgendwas. Ah, die nächste Ampel kommt, da ist es schon. Grüne Welle gibt es bei mir nicht. Immer schön an jeder roten Ampel halten. Genau. Oh, ein T-Shirt kaufen. Oh, die Ampel ist jetzt auf grün. Nicht für mich. Nicht für Atze. Nein, 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 nein. Der Sound gefällt mir, also mir gefällt er extrem gut hier beim Frontliner Cascadia.
ein bisschen frische Luft hier reinwehen lassen. Was macht der denn? Der ist aber auch ein bisschen. Willst du mich überholen oder schaffst du doch nicht, ne? Ja, hab ich gesehen, du. Fährst die ganze Zeit hier auf der linken Spur hier. Das ist aber mutig. Ups. Ich wollte gerade wirklich schon runterschalten. Und da kommt schon die Meldung. Schon an zu meckern. Bisschen kurvenreich, ne? So ein bisschen aufpassen hier. Rechts rausfahren hier, bevor wir hier, sag ich mal, hier aufs Feld fahren, aber ne, der schwenkt ja doch ein bisschen mehr aus. Ne? Schick, schick, schöne Aussicht. Und meine anderen beiden Fahrer auch, sind auch gut unterwegs. Das ist einmal Fahrer und Fahrerin natürlich, einmal die Molly und einmal der George. Die sind natürlich jetzt auch gut zugange. Auch gut jetzt begonnen im neuen Jahr. Molly ist in Texas unterwegs und George, glaube ich, soviel ich weiß, in Wyoming. Irgendwo kurft er da rum. Und ja. Deshalb müssen wir zusehen. Jo. Okay, okay. Müssen wir langsam zusehen, dass wir hier ja, Mitarbeiter hier am Start kriegen, hier, Fahrer kriegen.
Ja, um nochmal hier auf den Zaun zurückzukommen. Jetzt mal ein kleiner Jumper aus der Story jetzt raus hier. Wer, sag ich jetzt mal, ja, wem das auch gefällt, so. Das ist ein Mod, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Müsste ich jetzt lügen, kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Aber der ist kompatibel für den Frontliner Cascadia, für den Kenworth. Ich weiß nicht, ob das für den W900 ist, aber auch für andere spezifische Typen. Und für den Mac auch. Und ja, für ein, zwei andere freue ich, für den Volvo VNL, glaube ich auch. Ja. Kann ich ja, schreibt es rein, dafür sind die Kommentare ja da. Wenn ihr ja Bock drauf habt, den Motorsound, dann ja, reinschreiben, dann verlinke ich euch das. Und ja, kein Problem. Ich habe den zwar noch nicht jetzt mit anderen ausprobiert, anderen Trucks, aber weil ich ja direkt jetzt mit INIA jetzt hier gestartet bin und habe natürlich geguckt, ob man da noch was, warum bleibe ich denn jetzt stehen? Weiß kein Mensch, ne? Atze, da soll es abbiegen. So. Da, so hat er fein gemacht. Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich habe den jetzt nur mit dem Frontliner Cascadia, weil er den Sound, den er hatte, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Original-Sound, war auch gut, aber ja, da ein bisschen gewöhnt. Ich glaube, der ist, glaube ich, auch von Steam, vom Workshop, glaube ich. Ja, ich habe in letzter Zeit so einiges jetzt da ja, hochgeladen, geguckt und da verliert man leicht den Überblick. Müsst ihr mir nachsehen. Aber ich glaube, der ist von Steam, vom Steam Workshop. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber okay. Also reinschreiben, wenn ihr Bock drauf habt und ja, am besten dann testen. Ne? Also der ist nicht, nochmal, der ist nicht spezifisch jetzt auf dem Flatliner Cascadia, sondern passt ihn natürlich jetzt nicht, der glaube ich, ich denke mal nicht, dass es derselbe Motorsound als solches ist. Ne? Also der ist schon spezifisch jetzt hier für den Flatliner Cascadia und die anderen natürlich dementsprechend für die anderen Trucks, ne? Modelle. Ja. Aber würde ich doch mal ausprobieren auf dem Mac. Und ja, auf den Kenworth, den ich habe, W900er. Obwohl, da habe ich ja auch, glaube ich, einen Mod für. Bin mir nicht so sicher. Ja, wenn man so einiges da drin hat, dann verliert man gelegentlich. Und der ist schon länger drin und die laufen ja oft dann auf verschiedene Versionen. Also dieser läuft, soll, glaube ich, auch ja, auf die kommenden Versionen auch laufen. Wir schauen mal. Ich hoffe es. Ich könnte jetzt noch ein bisschen auf die Tube drücken, so leicht, dezent. Ich habe mir natürlich jetzt wieder, da sind wir wieder in der Folge drin hier, in der Story, ne, Leute. Das war nur ein kleiner Sprung. Falls euch das ja interessieren sollte mit den Mods, gegen Mods allgemein, wenn ihr wollt, kann ich euch auch dann mal das, was ich so benutze, sage ich jetzt mal in Mods, sei es ATS, ETS 2 und ja, kann ich dann, oder sagt er, soll ich dann verlinke ich das pauschal dann mit rein, kein Problem, muss ich nur wissen. Interesse da ist, ist alles kein Ding. Oh, jetzt wird es aber hier ein bisschen. So viel dazu. Jetzt wird es aber ein bisschen hier steiler. Man muss ein bisschen arbeiten. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu schnell, aber ich werde jetzt nicht jetzt hier auf halber Strecke hier stehen bleiben. Okidoki. Außerdem ist doch keiner so weit hinter mir, der mich jetzt, sag ich jetzt mal, in den Hintern treten würde, weil ich jetzt einen Tacken zu schnell bin. So, ja. So. Ja, ist doch gut, Mensch, echt. So, Tempo gedrosselt, alle zufrieden, alles klar. Navi ist auch zufrieden. Warnsystem immer noch nicht zufrieden.
immer, ich fahre doch schon. Sehr bedacht hier und langsam. Also, was ist denn los? Sind ja sehr pissige Kurven, ne? Aber geht ja noch. Wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja, ich bin fahre jetzt ein bisschen hier auf den bisschen außerhalb. Ja. Mal so eine ganz große, ja, will hier kein behindern, ne? Mal schön langsam das Ganze hier angehen. Jetzt bin ich den einen hier zu langsam wahrscheinlich, hundertprozentig. Kann man nichts dran ändern. Ist halt so. Oh, können wir jetzt Tempo erhöhen ein bisschen? Ja, ne? Können wir machen. Verkehr, 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 Verkehr. Aber hey, das ist doch alles okay vom Verkehr. Also so nicht so schlimm. Wir fahren alle hinter mir her, das ist aber wie auch vor mir kein Verkehr. Läuft. Ja, wollen wir mal Gas geben. Muss man bedenken, ne? Das ist alles sehr kurvenreich und ja, nicht richtig einsehbar und deshalb habe ich jetzt mein Navi jetzt auch nicht hier eingeschaltet, mein Tempomat jetzt hier eingeschaltet oder aktiviert. Ich habe das zwar den Hebel hier gezogen, aber so, jetzt ist wieder 50 hier angesagt. Ja, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Marschrichtung hier. Da kommt nichts, das ist schon mal gut. Hier kann man ein bisschen mehr Gas geben. Wir wollen ja nicht rasen, wir wollen ja zügig vorankommen. Und ja, zwischen ziemlich zügig vorankommen und cruisen. So.
Machen wir so. Wir sind gut in der Zeit. Schon dabei sind. Turn right. Wieder. Was haben wir hier? Was haben wir hier, Atze? Was haben wir denn hier? Donuts? Aber nichts für mich hier, ne? Zum Anhalten, ja. Ja gut. Halten können wir überall, davon abgesehen. Grün. Ganz klar. Gibt es keine zweite Meinung. Eieieiei. Gute Bremsen sag ich dazu. Please proceed to the highlighted route. Ja. Du kannst mich ruhig immer drauf aufmerksam machen. Aber ich bin schon auf der richtigen Spur. Oder Route, besser gesagt. Aber wir haben jetzt gute 160 Meilen, glaube ich, noch. Und so nach. Ich glaube, ich habe mir den Wegpunkt, glaube ich, doch gesetzt gehabt. Ich glaube, das war bei Montrose. Die Stadt Montrose. Also so nach 26 Malen, 25 Malen und was sind das noch, so roundabout, müsste eigentlich meine Pause kommen. Oder müsste ich meine Pause jetzt antreten. Keep to the right and then turn right. Sensationell. Ja. Grün. Grün. Ganz klar, die Liste. Ziemlich eng hier die Spur, finde ich, ne? Die rechte hier, also generell. Dürfte das nur eine Spur sein, eine breite, aber okay. Ja. Hier wird es, glaube ich, breiter, ne? Oder war das nur eine optische Täuschung? Kollege, du bleibst schön stehen, ne? Genau. Ah, die Biker sind unterwegs. Sehr gut.
jemand da, waren doch Reifenteile, ne? Gummi, ne, war das doch gerade. Jemand da, ja, sich der Reifen verabschiedet. Apropos verabschiedet, da stand ein Reifen. Jojo. So. Very good. So weit sind wir schon. Das zuckerhaltige Getränk da fährt auch gerade um die Kurve. Ja, ich habe dafür die Zutat schon. Zutaten. Oder die Zutat, sage ich jetzt mal. Hauptbestandteil. Zucker ohne Ende. Nur 20 Tonnen davon. Kann man ein paar Liter machen an den Getränken. Naja, gut. Keine Huckel. Ist das schon jetzt hier Montrose oder? Da kein Schild gesehen, ne? Ehrlich gesagt. Oder nicht aufgepasst. Kann auch sein. Nicht drauf geachtet. Weil der müsste doch. Oder es hat nicht funktioniert mit den. Mit meiner. Entweder mit meinem Wegpunkt nicht funktioniert. Man kennt ihn. Oder. Er ist gar nicht eingemacht. Aber ich bin der Meinung, ich hätte eingemacht. Na, wir schauen mal. Wir fahren mal hier ein bisschen vorsichtiger. Obwohl, hier könnte ich doch reinfahren, ne? Und da? Na, hier ist ja nur eine Tanke. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir fahren mal ein bisschen jetzt hier und schauen links und rechts und schauen aufs Navi. Ich habe doch kein Stoppschild gehabt mehr, oder? Und schauen vor allen Dingen auf die Straße. Hier vom Frontliner, da denkst du, also wer das jetzt nicht sieht, der Zug ist unterwegs hier. So ein dicker, fetter Zug. Die Hupe ist die vor der Fanfare, besser gesagt, die ist sensationell.
Wasser. Ist ausgerutscht hier. Oh, das Pferdchen da. Uiuiuiui. Ein wildes Pferdchen. Also die Tour hier, die bin ich noch nicht gefahren. Also so diese. Kommt mir nicht bekannt vor. Aber sieht schick aus. Sieht schick aus. Da ich ja nichts finde, habe ich mich mal spontan entschieden, jetzt hier National Forest hier, mich jetzt hier mal, guck mal hier, ach, guck mal hier, ist das nicht schick? Mich jetzt mal, ich muss mal eine Pause machen, ja, sonst komme ich hier in Schwierigkeiten. Höchste Zeit. Okay, Leute, ich mache jetzt hier schick meine Pause, weil ich ja meinen Wegpunkt nicht gesetzt habe. Nee, ja, wieder einmal. Aber ich meinte, ich hätte das markiert, aber gut. Macht ja nichts. Wir haben jetzt hier ein schönes Plätzchen jetzt hier in der Mutter Natur hier. Guckt ihr das an. Ah, herrlich. Okay, lange Rede abgesehen. Gleich geht's weiter. Okay, vor ist denn vorbei. Dann wollen wir mal wieder. So. Oh, war das hier herrlich da. Schön da gesessen auf dem Stein. Eieiei. Kann man sich, ja. Man kann sich Schlimmeres vorstellen. Ist schon schick gewesen. Der rauschende Bach. Jo, alles gut. Aber nützt nichts, Leute, wir müssen weiter. Scheibe, was ist los? So. Wird auch langsam dunkel. Leider. Es wird auch ein bisschen jetzt hier gebirgiger, das Ganze. Jo. Wird es. Keep to the right. And then continue straight. Hier ist aber auch hier nicht sehr viel Platz. Ne? Ich fahre ich doch schon. Muss ich nicht 1000 Mal zu wiederholen. Ja, jetzt wird es hier wieder. Hier wird es, glaube ich, wieder spaßig und doch undunkel noch dazu. Aber gut, müssen wir jetzt durch. Ja, wir wollen ja wirklich abliefern, ne? Und noch gute 100 Mal, glaube ich, irgendwas mit 104, 105 Mal, irgendwie sowas. Und ja. Jetzt, ja, ich würde schon sagen, Augen zu und durch, aber das wäre keine gute Option. Ja, Mensch.
kleiner Tunnel hier. Ich meine, die stehen da, aber viel werden sie auch nicht mehr sehen können, ne? Bei der Dunkelheit hier. Denke ich mal nicht. Ja, lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass wir jetzt die Reststrecke jetzt, sorry, im Dunkeln fahren. Hey. Oh, da war schon ein Stall runter da, ne? Aber ist halt so, ne? Man kann sich das nicht aussuchen. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Sozusagen. Wird er auch wieder langsamer da vorne. Aber ich, wie gesagt, ich muss ja den Lieferwagen. Aber ich muss ja. Oh, ist das kurvenreich? Sind wir schon auf dem Navi. Ne? Ich muss eine gewisse Geschwindigkeit ja am Start haben. Ne? Weil das sind ja meine 20 Tonnen, die ich da ziehe. Ne? Ja, egal, du kannst ruhig meckern. Und rechts. Serpentinmäßig das Ganze hier, kann man so sagen. Ich war ja schon ziemlich weit, ja, hier in die Botanik rein, weil ich weiß, schwenkt alles aus. Ist nicht gerade gut für den Gegenverkehr und für mich oder beziehungsweise für meinen Trailer. Ja, auch nicht. Das Highlight wäre jetzt, wenn jetzt hier genau jetzt irgendwo eine Baustelle kommen würde. Das wäre natürlich der absolute, das absolute Highlight. Ich möchte an sowas ja gar nicht erst denken, aber möglich ist alles hier. Eieiei, wieder links, dann rechts. Holy moly, hier geht die Post ab hier.
bisschen aufpassen, ne? Jetzt fahren wir jetzt wieder runter hier. Das Ganze. Rechts herum. Am Fahrrad machen? Ja, ich weiß. Schon mal in Durango, also haben wir das schon mal. Haben wir schon mal so weit geschafft, also müssen wir ja gleich da sein. Uhr sollten wir da sein, also gucke. Müsste eigentlich klappen, ne? Gute halbe Stunde. Jo. Müsste funktionieren. Aber wir schauen mal, wie viel alles eigentlich soweit, also bis jetzt gut. Keep to the right and then turn right. Turn right. Ja, ganz toll, ne? Ich habe rot. Jetzt habe ich grün. The left lane ahead.
aber die sagt mir aber auch nicht jetzt, dass ich hier abbiegen soll. Ne? Ja, du bist echt klasse, wirklich. Vielen Dank dafür, Mäuschen. Vielen Dank dafür. Ja. Ja, dann dreh ich mal da an der Kreuzung. Ne? Hier ist ein bisschen arschiger, das Ganze. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll jetzt, aber irgendwie mache ich das jetzt. Okay, Doki. Müssen wir halt so irgendwie jetzt die Sache jetzt hier über die Bühne bringen, ne? Weil ich muss ja irgendwie jetzt da hinkommen. Keep to the right. And then continue straight. Komm, sei lieber ruhig jetzt hier. Die halten schon mal, das ist schon mal ein ganz, ganz großes Kino. Ich mach schon mal die Schabby runter. Use the right lane ahead. You have arrived at your destination. Ja, dankeschön. Ich wollte schon sagen, danke für nichts, aber okay. Okay, Leute, ich bin da. Uhrzeit 9 Uhr und 4 oder 21 Uhr 4. Da bin ich ja voll in der Zeit. Schnell anmelden gehen und ja, geht gleich dann nochmals weiter. Ich habe endlich meinen Platz zugewiesen bekommen. Seht ihr, schon eine Viertel vor 10. Hat ein bisschen gedauert, das Ganze. Aber okay. Lag ja nicht an mir. Also, jetzt fahren wir hier rein. Hier die Rampe, die jetzt abgeht hier nach unten. Nicht sehr sexy, aber okay. Und dann wäre es das dann. Ja, jetzt hier unser Ding erledigt. Oh, er rollt. So. Nee. Ich glaube, wir sind im Grün, noch nicht im Grün. Im grünen Bereich. Ja, wir sind dran. So wie es sein soll. Sehr gut. Ja, hör auf zu piepen jetzt. So, Bremse rein, Scheibe hoch, Lichtlein aus und aus die Maus. Erstmal. Oh, jetzt wird's finster hier. So, naja, bisschen Beleuchtung haben wir hier, ne? So ist es ja nicht. Okay, dann soll ich mich mal beladen. Das hat ja gedauert hier, bis ich hier dran kam. So, Mann, war noch ein anderer. Der hat ja noch Leerpaletten gehabt und ja, muss halt warten, ne? Ist halt so. Okidoki. Wir sind jetzt hier soweit durch mit mir. Sind schon eine ganze Zeit dabei, müssen natürlich gleich durch sein. Und ja, ich bin auch soweit durch. Muss nur jetzt noch zur Dispo laufen. Papierchen und so, alles Klärchen. Und dann, ja, dann Feierabend. Vielleicht kann ich mich ja da hier irgendwo hier an der Seite hinstellen bis morgen früh und dann, oh, ich glaube, die sind fertig. Und dann, ja, brauche ich mir kein Plätzchen suchen, oder? Ich muss gleich losfahren und zusehen, auch da ist ja eine Tanke. Mal gucken, ob die jetzt Platz dafür haben, keine Ahnung, also ob ich mich jetzt da hinstellen kann. Wenn es nur eine Tanke ist, dann ist das schlecht. Aber nun gut, dann, ja, würde ich mal sagen, Leute, war es das für diese Folge? Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid wieder bei der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn es heißt hier Atze und Tour oder im ETS2 Atze auf Achse oder wenn das ein oder andere Tutorial dann vielleicht wieder rauskommt demnächst. Schauen wir mal, was sich da so ergibt und ja, okidoki, dann ja, bleibt sauber, haltet die Stoßstangen auch dementsprechend sauber und vor allen Dingen
Das Allerwichtigste, bleibt gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hasta la vista. Ciao, euer Atze Gaming.